Also ich fand es bis jetzt ganz interessant, weil die Leute auch auf einen zugehen und weil man halt auch direkt, wenn man nachfragt, gute Antworten bekommt und ja. Und es gibt vor allem zu allem ein bisschen was. Also es ist wirklich sehr vieles vertreten. Das gefällt mir auch sehr gut. Also ich finde richtig cool, dass es hier so viele Zelte gibt und sehr viel auf Nachhaltigkeit gesetzt ist. Es gibt auch Sachen, die richtig auf die Zukunft ausgelegt sind, ganz viele Computer und ich glaube, ich habe auch einen 3D-Drucker gesehen und VR. Und ich finde schön, dass wir hier so die Symbiose von Nachhaltigkeit, aber auch Zukunftsfähigkeit sehen. Sehr gut. Ja, also ich finde das Festival auch absolut super. Auch die ganzen Stände, die aufgebaut sind, gefällt mir richtig gut. Ja, viele verschiedene Möglichkeiten. Man kann alles ein bisschen sehen, man bekommt von allen ein bisschen Informationen, egal ob es jetzt darum geht, dass Fürth eventuell eine Fahrradstadt werden will oder Urban Gardening oder sowas. Also es ist schon echt interessant, finde ich. Es ist schon überhaupt sehr schön zu sehen, dass sich überhaupt welche mit diesem Thema hier auch bei uns in Fürth beschäftigen. Das ist einfach schön anzusehen. Das freut euch hier. Ja, es ist richtig schön, so in der Natur und klein. Ja, und man kann sich alles anschauen. Das ist schön. Auf jeden Fall doch. Schon. Ja, schon, ja, aber man bekommt halt hier nichts mit. Wird viel zu wenig realisiert. Wir haben bloß diese eine Welt und wenn man die zerstört, dann ist halt irgendwie blöd. Man möchte ja auch, dass unsere Kinder auch noch eine schöne Welt haben. Also Nachhaltigkeit ist, denke ich mal, die wichtigste Aufgabe des Menschen, weil alle Lebewesen haben den Überlebenstrieb und wir brauchen den Planeten, um zu überleben. Und Nachhaltigkeit ist der einzige Weg, um den Planeten zu erhalten. Vor allem bei den Unternehmen, dass die ganze Welt einfach vermüllt wird, das gefällt mir gar nicht. Ja, also ich finde, es ist ein ziemlich wichtiges Thema, weil wir ja jetzt immer mehr Probleme, vor allem mit dem Klimawandel bekommen und mit Abgasen. Ich meine, man kann so viel für die Umwelt tun. Es fängt so mit so vielen kleinen Dingen an. Ich meine, das tut uns auch nicht unbedingt, wenn wir mal eine Tüte mit zum Einkaufen mitnehmen, anstatt immer so 100 Tüten. Allgemein in der Stadt Fürth, dass es halt mehr so Bänke gibt, wo man sich hinsetzen kann. Also nicht nur im Stadtpark, sondern allgemein, dass man sich dass überall mal... Dass hier irgendwas los ist. Ja, mehr Spielplätze oder was zum Spielen halt für Kinder. Auf jeden Fall mehr Bäume pflanzen, weniger Autos, die mit Gas oder Diesel fahren, sondern mehr mit Strom. Ich hätte halt auch zum Beispiel mehr drauf geschaut, dass halt nicht immer der Müll hingeschmissen wird, sondern ordentlich entsorgt wird. Und dass es auch noch grüner wird. Ich meine, Fürth hat schon viele schöne Grünflächen, aber zum Beispiel, wenn man jetzt in die Innenstadt geht, da ist das halt echt dürftig. Also ich finde gut, dass wir schon versuchen, sehr viel grüne Energie zu erzeugen und die auch zu nutzen und viele öffentliche Verkehrswege. Wir bauen auch sehr viel auf Radwege, das finde ich auch sehr schön. Also das wird auch eine Vorreiterstadt, würde ich sagen. Aber ich denke schon, dass man da noch was machen kann. Also vor allem mit den Fahrrädern, das irgendwie supporten, keine Ahnung. Mehr. Zum Beispiel, dass man mehr darauf achtet, dass man nicht so viel Plastikverpackungen verwendet für verschiedene Sachen und dass man eher mit einem Stoffbeutel einkaufen geht, als mit der Plastiktüte zum Beispiel.